Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier bei Transportfever 2 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, in der heutigen Mod-Vorstellung darf ich euch einmal die BR 151 vorstellen, die jetzt neu released wurde für den Transportfever äh, überarbeitet. Mod. Den Link dazu, den gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Aktuell nur in der Modwerkstatt zu bekommen. Großen Dank auch an die Modder natürlich. Und ähm, ja, würde ich sagen, gucken wir uns das Modpaket paket doch einmal an. Gucken wir es uns erst einmal hier im Depot an. Findet ihr natürlich unter elektrisch BR151 gibt es insgesamt 40 verschiedene Varianten. Das finde ich schon richtig, richtig viel. Ähm, dann gibt es natürlich, das finde ich immer noch hier in dem Transportfieber sehr, sehr nervig dieses diese Fenster gedöns höchstgeschwindigkeit 120 Stundenkilometer Antriebsart natürlich elektrisch Leistung 5.982 kW Zugkraft 395 kN Emission von 62 und ein Gewicht von 118 Tonnen und eine Lebensdauer von 40 Jahren so dann meine Freunde seht ihr jetzt hier einmal die ganzen verschiedenen Variationen ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Loks. Wir haben jetzt alle den Pantographen hinten in verschiedenen Lackierungen, die gucken wir uns natürlich jetzt gleich nochmal an. Dann gibt es sie natürlich auch nochmal in Doppeltraktion. Ist ja ganz klar. In allen verschiedenen Variationen gibt es hier wieder in Doppeltraktion. Und dann gibt es nochmal welche mit dem vorderen Pantographen, jetzt für Gefahrgut etc. Also da ist auf jeden Fall für jedem was dabei. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einmal an, wie der Zug bzw. wie die Loks aussehen. Ich habe die alle mal aneinander gekuppelt, also nur die einzelnen, dass wir uns einmal kurz das Layout anschauen können. Und ja, danach gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an. So, das waren einmal die Logs. Jetzt muss ich mal gucken, ob das von der anderen Seite auch so ist. Vielleicht hattet ihr das gesehen, aber so kleine Grafikspiegelung. Ihr seht ja das bei den äh, grauen, äh, bei den Lüftern sozusagen Lüfterklappen. Das spielt ein bisschen die untere Textur durch. Das ist aber nur, ne, ja, so ein ganz bisschen. Ist auf der rechten und linken Seite. Ich denke mal, das wird in der, in der Version 1.1 dann, wenn die neue, nächste Version kommt, dann nochmal überarbeitet. Aber ansonsten können wir uns jetzt einmal die Loks mal ein bisschen genauer angucken. Innen drinne natürlich auch wieder schön mit äh, sichtbaren Scheiben, dass man auch den Lokführer sehen kann. Lokführer sitzt da, können wir gleich mal kurz reinzoomen. Hier schön mit Scheiben, dass man auch jetzt mal ins Innere der Lok gucken kann. Die Elektro- ähm, oder Transformatoren etc. Ja, sieht doch alles schon mal sehr, sehr gut aus. Oh, und dann haben wir hier einmal den ganzen langen Zug. Wo oh, wir einmal zweimal die gleiche Lok rausgeholt. Einmal hier von Hector Rail. Auch eine sehr schöne Lok. Wie fährt er heute, fährt heute immer noch. Wie alle anderen auch. Dann haben wir hier einmal die in, äh, in Beige und Blau. Und dann einmal von der Relian. Dann haben wir hier nochmal eine Privatbahn. Von der EG Potsdam. Dann haben wir hier nochmal eine Railion mit Railion Logistics und noch mit dem grauen Streifen. Das hatte die auch. Ja. Railion Logistics. Dann haben wir hier einmal die in dunkelgrün und schwarz. Dann haben wir sie hier einmal noch in, ich weiß nicht, wie dieser genau dieser Rotton heißt. Dann haben wir sie wieder noch einmal in grün und schwarz, jetzt aber mit dem neuen DB-Logo. Hinten jetzt noch einmal im normalen DB-Logo, dann nochmal diese ältere Lackierung, auch wieder mit dem Logo und einmal noch die RBH-Privatbahn. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein schöner Zug. Wenn man jetzt mal einen Kohlezug ziehen muss, jetzt hier zwei Waggons hinter und dann ist der Zug fertig, würde ich sagen. Ähm, ja, schauen wir, lassen wir uns hier noch mal kurz ein bisschen mehr Geschwindigkeit an uns vorbeifahren. Und ja, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Mod, die man sich auf jeden Fall runterladen kann und die auf jeden Fall auch einen Platz auf meiner Anlage finden wird. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.